Ja, jetzt haben wir wieder mehr Angst. Ne? Jetzt haben wieder alle mehr Angst nach den Anschlägen von Brüssel. Ich auch. Das ist verständlich, das ist menschlich. Alle fragen sich, beeinträchtigen die Terroristen unser Leben? Leute aus Pinneberg zum Beispiel fragen sich, Mensch, wir wollten doch am Wochenende mit den Kumpels mit Tempo 180 nach Hamburg brettern und da beim Junggesellenabschied Koma saufen. Ist das überhaupt noch sicher? Und man fragt sich schon auch, was ist eigentlich mit der Polizei und was ist mit den Behörden los? Ich meine, wie kann es zum Beispiel sein, dass der belgische Geheimdienst von türkischen Behörden gewarnt wird vor einem der Attentäter, sich dann aber um diese Information 3 Wochen lang niemand kümmert? Die Frage stellt man sich doch, oder? Beim deutschen Verfassungsschutz stellt man sich die Frage natürlich anders. Da fragt man sich, Mensch, Informationen schon nach 3 Wochen bearbeitet. Was ist denn das für eine spontane Reaktion? Ich glaube, es ist kein Zufall, dass sich die Terroristen so gerne in Brüssel aufhalten. Ja, für Dschihadisten zählt, wie auch für Makler, Lage, Lage, Lage. Und Brüssel ist ein Wirrwarr. Ich meine, die Stadt hat alleine 6 Polizeibehörden. Die unterstehen wiederum 19 Bürgermeistern, die zum Teil politisch miteinander konkurrieren. Es gibt immer diesen Konflikt zwischen Flamen und Wallonen, die nur ungern miteinander reden. Es ist ein Bürokratiechaos sondergleichen. Brüssel ist praktisch die EU in klein. Ja, es ist ja nicht besser auf EU-Ebene. Die Staaten tauschen sich ja kaum aus. Die tauschen sich kaum aus, sagt auch der deutsche Innenminister. Die verschiedenen getrennten Datentöpfe, die wir haben, die sind nicht gut miteinander verknüpft. Ja, gleich 2 erschreckende Nachrichten auf einmal. Die bewahren ihre Daten in Töpfen auf. Und es gibt keinerlei Verknüpfung der Töpfe. Es gibt auch keine Verknüpfung der Köpfe. Dann wird gefahndet nach einem flüchtigen Attentäter. Und dann heißt es, der Mann mit Hut. Sehr konkrete, sehr präzise Täterbeschreibung. Der Mann mit Hut. Wir suchen den Mann mit Hut. Wo ist der Mann mit Hut? Dann haben sie einen Mann mit Hut. War es der falsche Mann mit Hut? Ja, der doch nicht. Nicht der Hut, auch nicht der Mann. Ja, nein, dann suchen sie weiter, der Mann mit Hut, alle suchen den Mann mit Hut. Ich sage Ihnen, bald stürmen die O2-Arena und holen Udo Lindenberg von der Bühne, damit sie endlich ihren Mann mit Hut haben. Unglaublich, also wenn man sieht, wie sich engste EU- und NATO-Partner vertrauliche Informationen vorenthalten, fragt man sich doch, sag mal Leute, sind wir verbündet oder sind wir verheiratet?